Emotion pur. Die größte SEAT-Ausstellung im Rhein-Sieg-Kreis. SEAT Fischer Burtscheid. Direkt an der A3 in Lohmar. In diesem Jahr zeichnet die Bürgerstiftung Lohmar zum zweiten Mal ein Team aus. Lohmars Top-Azubi 2018 sind Niklas Harms und Viktor Sostmann. Beide absolvieren eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Firma GKN Walterscheid GmbH in Lohmar. In den Räumen des Ausbildungsbetriebes überreichten Gabriele Wildscheid, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Lohmar, und Stifterin Susanne Deisenroth die Urkunden und für jeden einen Scheck über 500 Euro. Die Auszeichnung Lohmars Top Azubi ist für mich persönlich immer wieder ein ganz tolles Erlebnis, zu erkennen, wie viele junge, motivierte und engagierte Leute wir haben und wie qualifiziert bei uns die Betriebe ihre Auszubildenden dann auch unterstützen und ausbilden. Der Ausbilder der beiden Top-Azubis, Ralf Gerke, hatte die Auszubildenden für die Auszeichnung Lohmars Top-Azubi vorgeschlagen und sich bei der Bürgerstiftung Lohmar beworben. Vor allem besondere Leistungen, Engagement oder kreative Einfälle für das Unternehmen sind Kriterien für die Auszeichnung, betonte Gabriele Wildscheid. Mit der Auszeichnung Lohmars Top Azubi möchten wir zum einen die jungen Auszubildenden auf ihrem beruflichen Werdegang unterstützen und zum anderen aber auch die Betriebe auszeichnen. Wir machen die Verleihung immer in dem jeweiligen Betrieb. Und das ist auch ein bisschen Marketing dann, und die Betriebe können eben auch zeigen, wie sehr sie sich für ihre Auszubildenden einsetzen. Die Bürgerstiftung Lohmar entscheidet sich dieses Jahr zu einer Teamauszeichnung, da die Auszubildenden beeindruckende Leistungen gemeinsam erbracht haben. Neben der Ausbildung haben sich die beiden jungen Leute aber auch noch ehrenamtlich engagiert. Zudem beeindruckte die Bürgerstiftung, dass die beiden am Wettbewerb der IHK Energiescouts teilgenommen und dabei den ersten Platz erreicht haben. Alles in allem überzeugte die Bürgerstiftung Lohmar, dass Niklas Harms und Viktor Sostmann Lohmars Top-Azubi sind.